So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon in Crusader Kings 3. Wir machen fleißig weiter nach unseren letzten erfolgreichen Kreuzzügen, bei dem unser doch so netter Bruder sich als Kreuzritter dann doch geopfert hat. Der Herrscher von, ja, was für Titel hatte er eigentlich? Es hat sein Sohn jetzt mittlerweile übernommen, der Earl Gwynne ab Michael hat die Titel übernommen von Cornwall, Gwent und Somerset. Wir mittlerweile nach wie vor nur zwei Domänen. Daran müssen wir arbeiten. Das ist das primäre Ziel. Und als weiteres natürlich zu schauen, dass wir uns so allmählich mal von den Nordmännern hier auf der Insel befreien. Da würde sich zum einen natürlich ein Bündnis mit Alba erneut anbieten, wenn das irgendwo mal zustande kommen würde. Oder halt eben mit Mercia, ne? Schwierig. Es bleibt schwierig. Wir haben hier, wie gesagt, die starken Schweden mit einzelnen Provinzen. Das ist noch überschaubar, deren Einfluss auf der Insel ist überschaubar mit zwei Domänen. Aber ihre Gesamtstärke ist halt wirklich enorm, ne? Ganz klar. Verbündet noch mit Litauen, die bringen auch nochmal 3000 Mann. Ja, primäres Problem. Dann haben wir nach wie vor Gardariki auf dem Schirm. Auch hier eigentlich überschaubar die Stärke, aber ebenfalls verbündet mit einzelnen von Sussex. Verstehe. Und auch noch Halmgador hat er da, aber wird auch von diversen Räubern überfallen. So viel dazu. Dann haben wir noch Jorvik nach wie vor. Ich glaube, der auch schon mittlerweile 200 Jahre hier auf der Insel, der Stamm. Verbündet mit Lutitia, das kennen wir eigentlich. Genau, das ist die, ich kann jetzt gar nicht sagen, aus was das herrührt, wahrscheinlich hier aus Brenner, dieses Brandenburg, ist dieses Oberhäuptlingstum Lutitia entstanden und natürlich noch mit Durham und ein Bündnis mit Akta. Das macht es ebenfalls für uns schwierig, da wir hier dann keinen Einfluss auf die Kollegen bekommen, hier in Dorset. Er ist zwar ohne weitere, Lehnsherren, aber immerhin das Bündnis. Ja, ansonsten könnten wir eigentlich hier uns den als Fokus setzen. Das Bündnis müsste sich halt auflösen, ne? Aber er hat zu viele Kinder. Durch Heirat von Faster Hakonsen auf Sigurd. Faster Hakonsen. Da ist er. Das ist sein Haupterbe. Sein Haupterbe ist verbündet oder verheiratet mit dem Herrn von Gardariki. Wir können es probieren. Wir haben momentan sowieso keinen Komplott laufen. Und zwar diesen netten Freund zu ermorden. Eine Chance von 27%. Das ist einfach enorm schlecht. Gut, okay. Das müssen wir dann mehr oder weniger erstmal beiseite legen, dieses Ziel. Also sprich für uns weiter aufbauen. Ich guck mal, ob ich halt irgendwo... Wessex wäre doch mal so ein Ziel. Der Kollege hier. Verbündet mit Wessex mit 94. Aber dann kommt wieder. Ja, dann kommt wieder der Basileus. Aber er ist nur verbündet. Halt, stopp. Ne, sein Lehnsherr. Okay, entschuldigt. Hatten wir aber auch schon gesehen, letzte Folge. Gut, das so viel dazu. Es bleibt erstmal bei unseren Provinzen. Dann bauen wir doch bei unseren Vasallen ein bisschen Meinung auf. Mächtiger Vasall natürlich der Earl Gwynne ab Michael. Mit dem sollten wir, weil wir auch ein Bündnis mit dem führen. Bei dem sollten wir versuchen, die Beziehungen ein bisschen zu verbessern. Wo haben wir es denn? Ach, da ist noch ein Kind. Vormundschaft anbieten. Und zwar wir ihn. Kulturwechsel. Was ist er denn? Inselchristlich und Kornisch. Ja, machen wir ihn doch zum Angelsächsischen. Das sollte doch cool sein. Gut, das machen wir. Und als weiteren Komplott, ja, nach wie vor die Thematik, wir brauchen noch einen richtigen Erben, denn wir haben unsere Tochter, die Sarah, die Einäugige, ist hier. Manchmal hat sie eine Augenbinde davor, manchmal nicht. Ich kann es jetzt nicht abschätzen, woran das liegt. Grafischer Natur nehme ich an, noch ein bisschen buggy. Wie gesagt, das wäre natürlich wichtig. Oder wir lösen dieses Bündnis, diese Ehe auf, kurz bevor sie dann volljährig wird. Gut, lassen wir laufen. Wir schauen weiter. Was passiert? Ausgezeichnet. Dann, wenn wir das haben, nach wie vor immer noch Komplottgeschichten.
Der nächststärkere, den wir haben, ist der Kollege. Dann bauen wir doch mal hier ein bisschen die Beziehungen auf. Okay. So, ansonsten. Wir können immer noch das Königreich gründen. Wir können jemanden einkerkern und Sarah einen Vormund zuweisen. Die Dame, ne? So, Gewinner. Anpassungsfähig. Ah, wieder Anspannung ohne Ende. Da müssen wir mal runterkommen. Können wir aber. Wir haben ein bisschen Geld. Aber das Geld muss ich wirklich langsam anfangen zu sparen. Denn das brauchen wir. Ränkespiel, Fraktionen, Entscheidungen. Eine Jagd. Kostet uns 67, aber bringt mal ein bisschen Anspannung runter. Nutzen wir doch die Möglichkeit. Dass wir uns vielleicht, wir sparen aber das Geld, dass wir uns vielleicht beim nächsten Mal mit Söldner verteidigen können. Der Schuss, es ist schon majestätisch, wie so über die Landschaft, wie so über die Landschaft blicken. Okay, wie wir wahrscheinlich. Von hinter den Büschen ziele ich mit dem Bogen auf meine Beute. Mein Bischof Wurfer erwidert den Blick, den ich dem lautlos zuwerfe. Was für eine Meinung? Er hat eine Meinung von 39, das ist gut, das reicht. Wir erlegen das Stück. So, wir gucken mal ganz kurz rein. Kultur. Uns fehlt doch noch in Cornish. Sollen wir da noch die Kultur ändern? Dürfen wir das? Weil es ja nicht uns gehört. Wir probieren, können wir es ja. Kultur. Anscheinend ja. Anscheinend ja. Funktioniert. So. Die Jagd nähert sich dem Ende. Okay. Dann zurück. Oh. Oh, halt, stopp. Bündnis mit Alpinis ausgelaufen. Das heißt, meine Tochter ist wieder frei. Kann das sein? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir verloben sie jetzt matrilinear mit irgendwas Starkem. Bündnismacht. Schaut mal, Italien. Am besten was auf der Insel, wisst ihr, damit die auch uns zu Hilfe eilen können. Northumberland. Wie viel ist denn davon noch übrig? Nicht mehr viel. Gibt sogar zwei mögliche. Galloway. Staffordshire. Liegt in der im Einflussgebiet von. Nehmen wir Italien. Wir nehmen Italien, weil matrilinear. Aber wen von beiden? Er ist schon 11. Unsere ist 7. Prinz Walfredo ist 8. Nehmen wir doch ihn. Matrilinear. Da haben wir doch ein Bündnis. Wunderbar. Gut, okay. Dann sind wir nicht mal ganz so nervös. Alba gewann den Krieg, sehr gut. Da wird geplündert, Räuber von Cardiff. Sie ist schwanger. Oh, es ist ein Traum, Leute. Was für eine schöne Folge. Was eine schöne Folge. Ist wunderbar. Königreich Italien, wie groß ist das eigentlich? Oh, es geht. Okay, damit kann man arbeiten. So, Alba. Auch hier haben wir noch gute Beziehungen, aber seine Erben verrecken alle. Und seine Frauen erben nicht. Aha. Interessant. Also seine Töchter meine ich, entschuldigt. So, Jorvik hat einen Krieg verloren. Mercy hat einen gewonnen. Das wird sehr interessant hier. Wer ist denn jetzt hier noch im Krieg? Wir müssen mal ein bisschen uns organisieren. Auch wenn wir wieder Pause drücken müssen, bis zum Umfallen. Das macht nichts. Er ist nicht im Krieg. 541. Jorvik immer noch seine 3000. Wie sieht es mit ihm aus? 2500. Wie sieht es denn mit dem Jylland-Kollegen aus hier? Skane und Bornholm. Er bringt 1800 auf den Platz. Und Bornholm 700. Skane 700. Plus, nochmal zurück. Das ist der Kollege. Skane und Bornholm 200. Und er führt ja gerade einen Krieg, den er anscheinend verliert.
Kann unser Vasall in Desmond, der uns jetzt nicht so gut leiden kann. 11 ist er. Wir bieten mal wieder die Vormundschaft an. Wir. Kulturwechsel. Schade. Fast. Ja, warum nicht? Warum nicht? Wenn er uns als Vormund nimmt, warum nicht? So, gucken wir uns das an, was hier rauskommt. Das ist gerade besetzt vom Bauernaufstand. Können wir ihm... Wir müssen ja irgendwo mal zu lang. Religionskrieg um Grafschaft. So, sie sind anscheinend mit 2700 unterlegen, sagen sie. Wir können das ganze Herzogtum nehmen. Ja, aber es sind auch wieder nur zwei Domänen. Und Grafschaft. Und zwar... Tommond, die Frage, was jetzt Ormond? Ormond, Tommond oder... Tommond. Ist mir ein bisschen zu viel, Leute, ehrlich gesagt. 2,7. Ich trau mich einfach nicht. So simpel ist es. Ich will nicht zu viel riskieren. Da ist der Schweden. Ja, da ist Schweden. Komplimente. So, der Schultheiß. Mit dem haben wir momentan keine guten Beziehungen. Das wäre mal gut, wenn wir hier wieder mal was Gutes raushauen. Also er ist belesen. Gelehrter, belesen, scharfsinnig, religiös, ehrgeizig. Probieren wir es doch. Ja. Ausgezeichnet. So, geistiger Zusammenbruch, finstere Gedanken. Flagge Land und verwundet. Ihr haltet die Eigenschaft unbedacht. Wie schlimm ist die denn? Einnahmen 15%. Und Flagge Land, dann sind wir verwundet und gehen noch hops. Da haben wir das Thema, hatten wir schon mal mit unseren Freunden. Alkoholiker und Flagge Land. Ich nehme die 25 Anspannung in Kauf. So. Möchte mich nicht schon wieder. So, was wird hier belagert? Das ist doch unsere Provinz. Wie kommt der jetzt dazu, uns zu belagern? Warum führt unser Vasall angreifend gegen Herzogtum von Deheubad, Religionskrieg? Na gut, so geht er drauf, ne? Super, mein Freund, super. So, wir sparen weiter Geld, Geld, Geld. Und dann gucken wir. Hier unten sieht es ja auch überschaubar aus. Wir gucken ganz kurz rein, dass wir vielleicht da noch eine Option haben. Ja, das wäre natürlich ein super Kollege. Hat er dann keinen Anspruch? Haben wir keinen Anspruch gegen ihn? Probieren wir es kurz? Nee. Gut, dann nutzen wir es. Wenn wir nicht anders weiter hier vorankommen, nutzen wir doch das. Das wäre doch mal ein Opfer. So, Anspruch fingieren. Gucken wir. Das läuft. Okay, der Ratskanzler ist ja wirklich Mist. Er ist ja nur drin, weil er Vasall ist, ne? Noch eine Tochter. Ein guter katholischer Name. Beatrice, Clementina, Joanne. Nennen wir sie Joanne. Gut, okay. Zwei nette Töchter. Nehmen wir nochmal die Option eines Bündnisses. Oha, da ist das Genie. Da ist das Genie. Lassen wir sie dann von ihrer Mutter ausbilden, oder? Kein Ehepartner, halt, stopp. Wie nutzt man jetzt so eine nette Dame am besten? Da ist sie. Versuchen wir es doch. Sie hat die Kultur katholisch-angelsächsisch. Okay, Joanne Simon Daughter. Das wird spannend, Leute. Sehr spannend. Da wird Anspruch fingiert. Das läuft. Sehr schön. Ist aber auch schon wieder besetzt. Oh, das war schon wieder. Schweden holt sich das. Mal eben so im Vorbeigehen wahrscheinlich. Hä? So.
Jarl Porstein verliert, gewinnt 20 Meinungen. In einer ehrlosen Keilerei jemanden erschlagen, das Opfer, mein Cousin Häuptling Raffen. Ich verlange Satisfaktion für diese Schmach. Was ist er denn für einer? Jarltum von Jylland, kennen wir ja. Ich bezahle nicht, kann der knicken. Jarl Porstein. Mhm. Bei dem wir gerade die Beziehungen verbessern wollen, ne? Der Schultheiß wird gut, aber wir bekommen Anspannung. Alles klar. Gut. Lass doch die Wikinger da rumeiern. So. Gucken wir uns an. Wir bleiben in der Beobachtung, wie es aussieht. Immer noch. Er ist immer noch im Krieg. Gut, meine Lieben. Weiter geht's. Direkte Vasallenmeinung, ganz wichtig, das brauchen wir jetzt. Okay. Die Fraktion hat sich aufgelöst. Kommen wir nochmal daran. Also Akta, ich gucke jetzt wirklich wöchentlich, dass ich nicht irgendeinen verpasse. Jorvik hat zu viel in dem Fall, aber Jorvik hat auch zwei Kriege zu führen. Wie sieht Mercia aus? Mercia wäre eine Option, aber gut, das bringt uns jetzt leider auch nicht. Es befreit uns nicht von den Wikingern und das ist eigentlich das Hauptproblem. Haben wir noch wen im... Moment, haben wir noch wen im... im Kerker? Wo ist der Hof? Ne, alles leer. Alles leer. Gut, wir haben überall gute Meinung, das ist schon mal schön. Das ist schon mal sehr schön. Da, schaut mal, da. Wer ist das? Königreich von Alba. Ja, die sind ja wichtig. Können wir uns nicht da matrilinear verewigen? Ein kurzes Erbe. Tochter, Tochter, Tochter. Und hässliche Tochter. Meine liebe Ehefrau, wie wär's? Bitte noch ein Sohn. Bitte noch ein Sohn. Aber sie hat's vererbt, ne? Wunderbar, Genie. Müssen wir schauen, wie wir mit Joanne umgehen. Ich bin mir noch nicht sicher, weiß es nicht. Es gibt ja die Option für, dass Ratsmitglieder von Frauen bestückt werden können. Aber nur dann, wenn sie Vasallen sind. Und das ist halt leider nicht so einfach möglich, ne? Das ist leider nicht so einfach möglich. Guck mal, Ritter von uns. Sollen wir nicht den mal einsetzen und den Ratskanzler ersetzen? Ich glaube, das kommen wir doch alle dreimal schneller voran, ne? Er hat eine Meinung von 40 von uns. 20 hat er verloren, mein Gott. Oder jetzt hat er eine 20, glaube ich. Nehmen wir ihn. Ja, es ist ja immer noch so... Oh, jetzt ist nur noch das bisschen übrig. Des freien Mannes Glücks. Ein freier Pächter auf meinem Land in Brecknock hatte dank ihrer sorgfältigen Planung... außergewöhnlich gute Ernte. Jetzt möchte sie mir mit einem Teil des Gewinns ein Stück meines Grundes abkaufen, damit sie auf ihrem Erfolg aufbauen und nächstes Jahr noch mehr anbauen kann. Vergesst den Ackerbau, so jemand gehört an den Hof. Oh, noch ein Genie. Selbstverständlich, sofort, nehmen wir. Oh, da haben wir noch so eine. Oh, ich werde ja hier wahnsinnig, Leute. Jetzt haben wir ja, das ist mal ein richtig guter Lauf. So, die wunderbare, nette Dame. Die möchte ich ganz gerne so gut wie möglich. Sie ist 27. Sollen wir nochmal probieren, eine Verführung anzustreben? Er ist zwar dann auch wieder ein Bastard, ne? Das ist halt der Mist. Du kannst ihn mal halt legitimieren, aber es bleibt halt ein Bastard. Aber er war ja selber einer, Simon. Simon war selber einer. Wir gehen den Weg. Es ist ein Genie. Nee, intelligent. Kein Genie, intelligent, aber tapfer. Ich wüsste jetzt nicht, mit wem ich sie verheiraten sollte. So, wie sieht ein Schultheiß Meinung mittlerweile aus? 29. Okay, ich denke, wir können das abbrechen dann. Machen wir das doch. Und Anspannung. So, vielleicht beruhigt eine gemeinnützige Spende auf keinen Fall. Saufdurst. Und nochmal 25. Wir gehen jetzt hier in die
die Extreme. Aber das würde ich ganz gerne probieren. Meine Affäre ist intelligent und meine Frau ist ein Genie. Also die Frage ist, was kommt dabei raus? So. Wie sehen die weiteren? Sollen wir? Wir haben ja viel Prestige. Wir könnten ja rein theoretisch eine Provinz abknöpfen. Geht nicht. Einen Verbündeten sowieso nicht, okay. Bekehrung verlangen. Was ist er denn? Ach, er ist inselchristlich. Verliert 10 Meinungen. Kein Problem. So, alles für den Glauben. Ihr bezahlt 50. Boah. Gut, machen wir's. Dann ist er katholisch jetzt mit uns zusammen. Wen kann ich hier? Ich will, wie gesagt, wenn ich schon Domänen habe, möchte ich sie ganz gerne zusammenhängend haben. Für mich steht momentan Cornwall und Somerset auf oberster Priorität. Schade ist nur, ich kann mit dem ganzen Prestige, was ich mir hier zusammenbaue, momentan nichts kaufen, glaube ich. Ich hab's nicht, ich finde es halt nicht. Oder klein, wenn ich Cedric beeindrucken möchte, sollte ihr etwas wirklich Besonderes besorgen. Ja, Buch, sie ist intelligent. Buchhalter, tapfer, eigenwillig, fleißig. Ein Taschentuch mit einem Wappen? Nee. Eine Muschel, eine Erinnerung an unser erstes Treffen? Nee. Komm, kauf mir doch ein Buch. Wieder nicht. Oh, Mann. Ist doch eine Grausigkeit. Blahomir schien unser letztes Festmahl viel Freude bereitet zu haben. Anschließend hörte er gar nicht mehr auf, von den Gefühlen zu sprechen, die ein Blickkontakt mit einem jüngeren Mitglied des Gesindels. Aha. Okay. Oh, da wird wohl jemand langsam erwachsen. Lüstern, er ist... Achso, er ist lüstern, ja, könnte ich jetzt abwählen, aber würde dann wieder Anspannung riskieren. Also lass ihn doch lüstern sein. Er ist ja kraftlos und lüstern, alles klar. Gefühllos, neugierig, ehrgeizig. Naja, gut, lassen wir laufen. Inspiriertes Maß halten. So, Gwinner ist ja auch mein Vormund. Es kann furchtbar gefährlich sein, sich zu übernehmen. Ein gemeiner Dieb wurde zum Tod verurteilt. Ich wollte wissen, was mein Neffe davon dachte und erkundigt mich nach seiner Meinung. Gut, ich kann hier immer investieren, meine Anspannung, aber ich bin schon kurz vorm Nervenzusammenbruch. Was eigentlich auch ganz gut passt. Wie sieht's aus da unten? Achso, wird schon eingenommen. Okay, dann können wir das hier abbrechen. Wir können das abbrechen. Das ist dann weg. Gut. Das sind halt die Ollen. Von was besetzt? Von Meth. Von Meth. Okay, Meth sollten wir doch... Ah, das ist Alba, ne? Boah. Bockstark, Leute. So. Immer noch. Ah, da haben wir es wieder... Wir haben es wieder verpasst. Die Chance. So, was für ein Krieg ist das hier? Moment, Meth. Meffe, Eroberung von Häuptlingstum von Auriel. Das ist nicht Dorset. Leute, macht euch bereit. Wir sind soweit. Eine Lesung in Exeter. Die Feierlichkeiten fanden langsam ihr Ende und die für den Abend vorgesehene Unterhaltung. Haben wir wieder das mit dem Lesen? Nee, unterhaltsames. Sie ist intelligent. Will sie was Frommes haben? Nee. Spirituelle Medizin. Alles klar. Bildung. Bitte, das muss doch klappen. Wie gebannt. Alles klar. So, jetzt die große Frage. Können wir hier zupacken, Leute? In Dorset. Religionskrieg um die Grafschaft. Mensch, um die Grafschaft. Ja. Dorset ist nicht Auriel. So, jetzt müssen wir nur warten, dass ein oller Krieg hier vorbei ist. Dann bitte meine Armee... Ah, bitte, bitte, bitte. Das muss doch jetzt funktionieren. Bitte, bitte. Hier, an der Kirche von Ilchester. Auf geht's.
Euer Ratsmitglied ist verstorben. Wer war das denn? War das mein Spitzel? Ja. Ich brauche einen neuen. Die ist super hier. Vogt Bernwolf von Tagen kennt. Sag mir doch was. Wo habe ich den denn so mal gesehen? Wer ist sie? Neil? Wo habe ich ihn schon mal gesehen? Da. Aber ich frage mich, warum? Irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. Oder ich spinne. So, wie lange geht's denn Krieg noch? Auriel ist belagert. Er führt zwei Kriege. Manische Akteure unterwerfen. Manisch. Ah. Was kann denn passieren? Wir machen das. Dorset. Immer noch Dorset? Immer noch Dorset. Da sind wir. So, müssen wir auch nochmal dran arbeiten an unsere Ritter. Hier haben wir momentan den 18-jährigen Konomororo. Sein Vater ist der Udalschalk. Mhm. Da wäre es gut, wenn der auch nochmal eine Prinzessin kriegt. Vielleicht sowas hier, damit da gesunde Kinder bei rauskommen. Probieren wir es doch. So. Ausgezeichnet. Es geht mal wieder vorwärts. Lang, lang ist her. So. In Exeter haben wir unsere Gebäude gebaut. Der ist dem Krieg beigetreten. Es gibt ja auch, wir haben ja auch teilweise Champions, die einen Bonus haben, ne? Auf Belagerung. Da muss man immer hier schauen. Flexibler Anführer, Experte für unwegsames Gelände, Furtner, sowas zum Beispiel. Ja, muss man schauen, da gibt es auch Belagerungsexperten. Muss man nur mal im Auge behalten, das Ganze. Gut. Da habe ich sie. Da habe ich sie. Am Schlewittchen. So. Sendrich und ich kauern Seite an Seite, noch unbemerkt von der wilden Bestie vor uns. Meine Aufmerksamkeit hingegen gilt voll und ganz allein einer Sache. Besonders in jenem Augenblick, als die Jacke von Sendrich mich streift. Als ich mich umdrehe, um sie zu berühren, stelle ich fest, dass auch sie abgelenkt ist. Als das Tier schließlich im Dickicht verschwindet, ist unser nacktes Fleisch bereits von der weichen Erde umgeben und wir versinken ineinander. Ja. Sehr schön. Lass knacken, er bleibt seiner Mutter treu. Das ist gut für uns. Das ist gut für uns. So. Mit der Provinz könnten wir uns noch mal ein bisschen nach vorne katapultieren, aber die muss erst noch... die muss nur von der Kultur bereinigt werden, sonst nicht, sonst ist alles gut. Okay. Was haben wir hier? Sarah, ein Vormund. Komm, lassen wir uns nicht lumpen, geben wir doch ein. Bildung. Ja, meine Liebschaft. So, wir können um Gold bitten. Da geben wir immer, was geben wir da auf? Ja, holen wir uns auch mal die 121, oder? Was haben wir für eine Meinung? Oder was hat er für eine Meinung von uns? 21. So, wunderbar. Und das Königreich Cornwall können wir wiederherstellen. Königreich. Moment, nachdem ich den jungen Earl Gwynner so lange unterrichtet hatte, freute ich mich umso mehr, als er mir mitteilte, dass er sich der angelsächsischen Kultur zugehörig fühlt. Perfekt. Perfekt. In diesem Sinne gucken wir uns nächste Folge, würde ich sagen, das Finale dieses Krieges an, wo das endet. Aber wir können... Können wir hier keinen Krieg führen? Nee, wir gehen ja hier hin dann. Okay.
Wir bleiben erstmal hier stabil und schauen uns das an, wohin er läuft. Der kommt zu uns, aber kann er hier plündern? Ja, plündern kann er ja. Aber sonst nichts. Kann man die hier nicht rasten, irgendwie aufbauen, neue Armee, halbieren? Ihr wisst, was ich meine, so ein Camp aufbauen. Das wäre doch gar nicht so verkehrt. So, 59%. Wir könnten noch dahin fliegen, aber will ich nicht. Frage ist auch, was wir hier besetzen dürfen. Besetzen wir da überhaupt was? Schauen wir uns an. Nächste Folge geht's weiter. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Kommt gerne wieder zurück. Dann mit unserem Cornwall. Auf YouTube. Bis dann, euer Bergi. Ciao, ciao.